ist Silberit. Ich achte jetzt nicht auf mein Radar. Gruppe, rede doch. Rede, Gruppe. Es ist doch kälter, als ich erwartet hatte. Ah, toll. Na, wir tragen ja unseren Ledermantel, der beschützt uns auf jeden Fall. Andere tragen wir vielleicht Rüstung. Ne, wir tragen nicht mal wirklich Rüstung unter diesem Ledermantel. Wir tragen einfach nur ein paar verkackten Ledermantel. Wir werden schon noch eine bessere Rüstung zulegen, früher oder später. Es ist, glaube ich, es war eine Rede von der nordöstlichsten Ecke. Also muss es hier irgendwo sein, in der Nähe vom Torbogen. Ja, haben wir auf jeden Fall schon. Nein, ich möchte noch nicht. Moment. Wir haben hier noch eine Quest oder was? Oder wie? Oder wie? Oder wo? Ne, das sind nur krasse Kräuter hier. Irgendwo hier wird es sein müssen. Freunde! Hey, ihr... Und wegen euch ist Fred tot! Wegen euch! Okay, ich frage mal ganz kurz unser wertes Dwingage-Orakel, während ich hier die Pfeiltaste irgendwie tippe. Tipp. Hoffentlich reicht das jetzt und dann sag mal, was Leute. Der Laptop hat sich neu gestartet. Motherfucking Laptop. Gut, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 250 Jahre. Dort muss das englische Wiki fragen. Das scheint hilfreicher in solchen Angelegenheiten zu sein. Ach hier! Hier ist es! Hier! Gefunden! Oh nein, das ist der Drache. Schade. Das ist doch was anderes. Verdammt. Tägliche Beobachtung. Tag 1. Ich musste die Schlucht hinaufklettern. Utica als Übergang wurde zerstört. Schade, es war ein beeindruckendes Bauwerk. Ich habe mich in einem netten, geschützten Bogen eingerichtet. Bisher waren in diesem Kreis noch keine Drachen zu sehen. Aber ich schätze, sie werden noch kommen. Keine Vorfälle. Ich habe aus einem der anderen Kreise ein Brüllen gehört. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Es ist besser, wenn mich die Kreaturen nicht bemerken. Zumindest noch nicht. Endlich, heute Morgen kam einer der Drachen angeflogen. Als er gelandet ist, hat mich das Schlangen seiner gewaltigen Flügel von meinem Stuhl gefegt. Es war bemerkenswert. Anschließend hat er sich in eines der Becken gelegt. Vermutlich mögen sie die Hitze. Ich habe den Mut aufgebracht, mich ein wenig in der Gegend umzusehen und konnte mehrere Gelege entdecken. Wenn Drachen die Hitze mögen, gilt dasselbe ja vielleicht auch für ihre Eier. Mehrere kleinere Drachen ruhen sich jetzt in den Becken aus. Sie sind noch jung, es ist ziemlich windig. Meine Notizen werden immer wieder weggefegt. Ich frage mich, ob hier enden die Aufzeichnung. Oh. Gut, aber das war nicht, wonach ich gesucht habe. Sagt auch gar nichts mehr. Schüttelt vermutlich also den Kopf wegen meiner Inkompetenz, aber irgendwo muss es sein. So, Laptop, du hast mich jetzt schon zum letzten Mal verarscht. Ja, scheiß mit deinen deine Fehlermeldungen gehen mir voll am Arsch vorbei. Hier, öffne Chrome. Er öffnet Chrome, bringt's jetzt wieder. Seit der letzten Aufnahme schon, denke ich. Und unsere Gefährten haben echt nichts zu melden.
Nix. Warum hat der Laptop sich... Ich weiß auch nicht warum, aber er startet sich regelmäßig einfach neu. Oftmals auch einfach während des Renderns. Was dann besonders schön ist. Oder direkt nach dem Rendern oder sonst irgendwie. Aber es wäre immer genauso, dass das eine Folge teilweise... Jetzt ist der Kater aufgewacht. Oh, scheiße. Haben wir die Quest vielleicht schon? Ich glaube nicht, aber... Nein, haben wir nicht. Die muss hier irgendwo sein. Gut. Ja. Wo ist meine Maus? Maus, Maus, wo bist du? Da unten. Wiederherstellen. So, neuer Tab direkt erstmal öffnen. Die Wiege der zu so. Jetzt hätte ich ganz gerne hier. Hier ist noch ein Bild. Da kann man es vielleicht sehen. Da. Das ist da ganz woanders, oder? Ha, Tatsache. Das ist da, wo die letzte Scherbe ist. Schön, dass wir jetzt hier stehen. Mit einer Gruppe, die gar nichts mehr zu erzählen hat, glaube ich. Kater. Ja, spiel ruhig mit dem Koffer, lass mich bloß in Ruhe. Warum liegt dein Koffer? Ich weiß auch nicht. So. Wir reisen hier hin. Hier in diesem Gebiet soll also dieses Teil liegen, was uns zum letzten Mosaikteil führt. So, zuerst einmal. Zuerst einmal hier, wo haben wir den Trankausrüstungstisch? Hier. So und so. Ist aber auch mal hier so. Dorian. Blackwall. Gut, dann wählen wir mal eine neue Gruppe zusammen. Ich halte Wache. Tu das mal, mein werter Freund. Wo ist dieses Scheißhorn? Da ist dieses Scheißhorn. Gruppe wechseln, bitte. Gruppe wechseln, bitte. Sour. Solas und der eiserne Bulle. So. Der eiserne Bulle kann auch aufsteigen. Ah, komm, das brauchen wir immer noch nicht. Das wäre ein verschwendeter Skillpunkt. Das hier wären aber auch alles verschwendete Skillpunkte. Hier brauchen wir auch eigentlich gar nichts von für ihn. Außer seine Fähigkeit vielleicht. Die geben wir, die gönnen wir ihm mal. Kater, was schleichst du hier so rum? Kater, was ist dein Plan? Dein Plan ist offenkundig, das Zimmer zu verlassen. Sekunde, ich muss kurz eine Katze rauslassen und ihr wisst, was das ist. Wenn eine Katze was will, gebt es ihr. Zurück. So. Ach ja. Gut, das haben wir mir jetzt gegönnt. Und dann können wir jetzt diese Scherbe jetzt ins Visier nehmen. Die letzte Scherbe. So. Also schön, Bulle. Wenn ihr darauf besteht, springer nach H4. Endlich geht's weiter. Ari schockt nach G5. Und? Opfert ihr die Temesron auf B5 oder den Benasrat auf H4? Weder noch. Springer nach F5. Bauer nach C6. Jetzt ist eure Temesron ungedeckt. Genau wie euer Springer. Oder Benasrat, wenn euch das lieber ist. Bauer nach G4. Benasrat nach F6. Turm nach G1. Ha! Bauer schlägt Temesren.
oder Magier oder was auch immer. Schon klar. Ihr habt wohl zu oft mit Geistern gespielt, Nichtswandler. Wir werden sehen. Ich überlege gerade, aber ich versuche mir gerade das im Kopf da zusammensetzen, aber ich habe die alten Züge nicht mehr im Kopf. Welch Kühle in der Luft. Ja, spielt ihr lieber wieder Schach, als mehr dazu kommentieren. Wir sind in der Nähe eines weiteren Artefakts. Ach, tatsächlich. Wenn das so ist, dann können wir gleich ein paar Punkte für Solas abstauben. Da, nein, das ist ein Topf. Aber wenn hier ein Artefakt in der Nähe ist, dann könnte ja auch etwas sein, wonach ich suche. Hier oben soll es irgendwie sein. Artefakt könnte auch da oben sein. Wenn ihr gestattet, Bulle, Bauer nach H4. Arishok nach G6. Bauer nach H5. Seid vorsichtig. Ihr wartet doch, der seinen Magier verloren hat. Arishok nach G5. Dame nach F3. Oh, raffiniert. Fast hättet ihr meinen Arishok gekriegt. Benasrat nach G8. Magier schlägt Bauer. Garde. Arishok nach F6. Springer nach C3. Ihr habt irgendwie nur eure Dame entwickelt. Werdet nur nicht übermütig. Ihr liegt immer noch eine Temesren zurück. Apropos, Temesren nach C5. Oh nein. Jetzt muss ich nachdenken. Gerd! Es ist Gerd! Gerd? Was machst du hier? Oder was, Bert? Ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall... Ich glaube, es war Gerd. Gerd ist ein Auswuchs unserer Albträume. Diese Bugs. Also, Bulle, wie sind eure Frauen so? Die Temesrans? Furchteinflößend und inspirierend. Sie lehren uns alles, was wir wissen müssen. Sie geben unserem Leben einen Sinn. Nein, ich meine, sind sie wie ihr? Groß und boah. Oh ja, das sind sie, verdammt. Wow. Ja, Sarah fühlt sich hingezogen zu Kunari. Das heißt, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, weibliche Kunari, Sarah schmeißt sie euch sofort in den Hals, glaube ich. Wir finden Solas Artefakt gerade nicht. Suchen wir einfach weiter das Teil, was wir suchen wollen. Vielleicht ist das Artefakt auch da. Haltet die Augen offen. Was hier überleben kann, hat es auch verdient. Aha. Spielt doch wieder Schach. Wo ist das jetzt hier? Wir rennen schon in die falsche Richtung. Muss hier irgendwo sein. Dahinter vielleicht. Dahinter könnte super sein. Wofür steht das hier, wenn dahinter keine Quest rumliegt? Nach reiflicher Überlegung, Springer nach D5. Arishok schlägt Bauer auf B2. Magier nach D6. Gewunden. Arishok schlägt Turm. Schach. Was macht ihr denn, Solas? König nach E2. Na schön. Temesren schlägt Turm. Euren letzten Turm, wenn ich das anmerken darf. Bauer nach E5. Was? Ich marschiere mit meiner ganzen Armee vor eurem König auf und ihr zieht mit einem Bauern? Wollt ihr nicht gewinnen, oder was? Redet nicht. Denkt nach, mein Freund. Okay, Sarah möchte auch mal diese Kiste haben, aber wir haben sie trotzdem gekriegt. Da haben wir es. Tagebuch eines toten Elfen. Die meisten Tagebuchseiten wurden herausgerissen und womöglich als Brennmaterial genutzt. Nur wenige Seiten sind noch enthalten. Mifal Naste.
erst haben wir Velland verloren und Velland verloren und jetzt auch noch dieses Wetter. Rill kann nicht aufhören zu sterben. Seit hunderten von Jahren hat niemand mehr die Wiege der Sulawin-Klinge zu Gesicht bekommen und wir sterben nun nur wegen einer Geschichte. Da haben wir's. Aber jetzt müssen wir noch diesen beschissenen elfischen Artefakt finden, wenn es noch existiert. Hey, wart ihr das in der Himmelsfeste? Die Sache mit dem Eierkäse? Habt ihr ihn gesehen? Er war auf der ganzen Treppe verteilt. Es war wunderschön. Was? Sir, macht wieder ihre Dinge. So, irgendwo müsste noch so ein Artefakt für sowas rumliegen, aber das finde ich gerade nicht. Ihr habt einen eigenwilligen Stil, Solis. Eure Zauber sind anders als die der Zirkelmagier oder der Winz. Das liegt daran, dass ich mir alles selbst beigebracht habe. Ich habe den Großteil der Magie selbst entdeckt oder mir auf meinen Reisen durch das Nichts angeeignet. Ich kannte Krieger, die alles selbst erlernt hatten. Aber ihr Stil war immer sonderbar, als hätten sie Sand im Getriebe. Egal wie gut sie waren. Bei euch ist das nicht so. Vielleicht ist es mit Magie ja anders. Oder ihr seht ohne magische Ausbildung den Sand im Getriebe meiner Magie einfach weg. Das ist natürlich auch möglich. Aber hier, aktivieren. Gut. Das dürfte helfen, den Schleier zu stärken. Wunderbar. Und damit können wir im Priesterdio jetzt endgültig hinter uns lassen. Das hier erinnert mich an die Himmelsfeste. Ja. Bevor wir irgendwas anderes machen, wir gehen jetzt erstmal zur Himmelsfeste. Dann geben wir die letzten paar Aufträge, die wir haben. Dann gehen wir die Scherben klatschen. Also die Scherben, die wir geklatscht haben, gehen wir dann in die Tür reinhauen. Machen dann die letzten Türen in der verbotenen Asa fertig. Und danach sind wir fast fertig mit allem Nebensächlichen. Danach geht's nur noch strikt nach vorne. Bis dann die beiden DLCs kommen. Und das dritte DLC, was dann nach den beiden DLCs kommt. Versteht sich. Finde auf dem Kaktisch die Wiege der Sulawin-Klinge. Gerne, gerne. Lalala. Inquisitor. Ja. Wir haben auch einen Inquisitionsbonus bekommen, fällt mir auf. Mal schauen, wofür wir den ausgeben. Wenn wir wirklich nichts haben, dann geben wir uns tatsächlich den weiteren Punkt. Wie ihr befehlt. Wir können ja fragen, jetzt wo wir nochmal aufgestiegen sind. Wie sehen uns die Leute? Zu sehen. Wie sehen uns die Leute denn so? Wie sehen uns die Leute? Es gibt nahezu kein Adelshaus, das uns... Gäste. Haben wir irgendwelche... Niemand besteht... Okay. Na gut, Kriegsrat einberufen. Es gibt Dinge zu erledigen. Vielleicht haben wir mit Morolgen noch irgendwas zu besprechen. Ich weiß aber nicht, warum wir sollten. Gut. Truppen, was haben wir denn da? Wir reiten sowieso nie, also wären das verschwendete Punkte. Wahrer Mut. Sämtliche Verteidigungswerte aller Gruppen werden um 10% erhöht. Pläne brauchen wir nicht so sehr. Geheimnisse. Kundschaft, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr, weil wir nichts mehr erkunden müssen. Beziehungen. Das brauchen wir auch nicht. Inquisition. Exklusives Training. Beschert dem Inquisitor einen Punkt für Kampffähigkeiten. Vielleicht ein andermal. Truppen. Wir haben lieber für 10% Resistenz für alle unsere Gruppenmitglieder bei allem Kram. Würde, haben wir noch einen? Nein, ich dachte schon. 45 Minuten auch nur, das geht. Der Drache unter Kuriphäus Kontrolle sieht zwar wie ein Erzdämon aus, ist aber etwas gänzlich anderes. Um diese Bedrohung beseitigen zu können, muss die Inquisition so viel wie nur irgend möglich über Drachen und in Erfahrung bringen. Frederik von Zerot, der selbsternannte Drachenforscher, könnte dabei vielleicht eine Hilfe sein. Da jedoch niemand weiß, wann Kuriphäus nächster Angriff droht, sollte sich Frederik und die Inquisition zunächst auf einen einzelnen Forschungsbereich konzentrieren.
Niemand weiß mehr über die Besten als die Pentagas aus Nevada. Mit Cassandras Hilfe könnte ich Frederick die Erlaubnis beschaffen, ihre Archive nach alten und neuen Informationen über Drachen zu durchstöbern. Man kann durch Sektionen einiges lernen und viele Köpfe sind besser als einer. Meine Spione können ganz zuerst nach Natur forschen, wie Frederick durchkämmen. Dann können sie gemeinsam nach Herzenslust über Drachenkadavern brüten. Hatte mich vor kurzem einen Drachennistplatz entdeckt. Frederick könnte womöglich etwas lernen, wenn er eine Forschungsexpedition dorthin führt. Ich kenne noch einige Soldaten zur Stelle, die ihn beschützen. Dann schauen wir mal, was denn welches Ergebnis bringt oder ob es überhaupt einen Unterschied macht. Sekunde, da müssen wir kurz warten. Weil der Laptop langsam ist. Und mit langsam meine ich sehr langsam. So langsam, dass ich im Browser aufgehängt hatte, ohne dass es zu rendern, dass irgendwas zu rendern ist. Ich mein's ernst. Laptop. Laptop! Nein! Laptop! Also, was geht ab mit dem Teil jetzt? Alt F4. Drei Tastengriffe vielleicht. Das Teil macht nicht den Abgang allmählich. Ich sagte, drei Tastengriff. Wenn nicht mal das funktioniert, was geht denn da ab? Oder ist das halt hier so? Okay, abschießen. Und neu starten. Gut, wir wissen jetzt nicht, was da welches Ergebnis bringt. Dann, manchmal, hier haben wir Nolle jetzt, das ja auch. In dem Prüsterion wurden zwei tote Elfen gefunden, allen Anschein nach Opfer des unnatürlichen Wetters in der Region. Die in ihrem Lager sichergestellten Beweise lassen vermuten, dass sie die Solevin-Klinge gefunden hatten, ein Schwert aus den Legenden der Dalish. Die Klinge, die während des zweiten Zeitalters verloren ging, ist ein wertvolles historisches Artefakt und soll eine mächtige Waffe sein. Die Emissäre der Inquisition müssten in der Lage sein, die Spur der Elfen zum Schwert zurückzuverfolgen. Die Bergung des Schwertes könnte potenzielle dänische Verbündete beeindrucken, vor allen Dingen, wenn wir Informationen darüber durchsickern lassen. Das kann sich nur machen. Warum konnte die Elfen das Schwert nicht selbst bergen? Ich will mehr Informationen über diese Legende. Kostet uns 10 Macht, können wir uns leisten. Aber zuerst... Zuerst reisen wir hier in die verbotene Oase. Und wir nehmen mit, natürlich, den Eisernen Bullen, Solas und Sarah. Bestätigen. Und wir haben noch immer nicht die Hälfte aller Gruppengespräche abgeklappert, glaube ich. Das ist richtig krass. Es gibt hunderte davon. Es gibt, ich glaube, insgesamt ist das maximale Material für ganze 6 Stunden. Nur an Gruppengesprächen. So, jetzt... Oh, es ist 0:55 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Vermutlich aber nicht so lange. So. Wir reisen gerade. Wir sind gerade im Nachladebildschirm, glaube ich. Oder ist das schon der Vorladebildschirm? Das war schon der Nachladebildschirm. Könnte euch interessieren, Sir. Nein, tut das nicht. Lass dich halt die Schnauze. Fehlt mir im Moment die Zeit. So, eiskalt hier. Wie ziehen eure Leute eigentlich Hemden an, eiserner Bulle? Gar nicht. Wo wir herkommen, ist es ziemlich heiß. Aber ich kann in alles schlüpfen, was einen losen Kragen hat. Er ist behutsam mit den einem Horn und der Rest geht dann wie von selbst. Wir sagen zu jemandem, der bei irgendwas überrascht wird, der mit Stoff am Horn tanzt. Sehr anschaulich. Ach ja. Vor allem muss man sagen, Bulle hatte... Wieso liegt er einfach an? Sagt den wir. Okay, gut. Bulle hat ja ganz spezielle Hörner. Die normalerweise haben Kunari, also ich glaube, so bis zu 4 Hörner, die dann aber auch nicht einfach zu seitlich abstehen. Seine Hörner stehen seitlich ab. Redet noch weiter. Redet weiter. Ihr habt noch ein Schachspiel zu spielen. Warum
Warum wäre ich keine gute Widdy, was auch immer? Weil ihr Fragen wie diese stellt. Wenn es so schwierig ist, liegt es vielleicht daran, dass euer ganzer Kram so bescheuert ist. Das mag mitunter wahr sein. Okay, während ich den Laptop weiter hier anpeitsche, damit er voranschreitet, dann macht mal weiter hier. Hier bitte, redet weiter. Redet! Die weigern sich eiskalt. Wenn ich nicht sitze, reden die nicht. Ja, ja, hier, Fehlermeldung am Arsch, hier. Wonach wollte ich noch gleich suchen? Ach ja, genau. Mehr Informationen über Drachen finden. Das war's. Was, willst du aufhören hier? So, wiederherstellen bitte. Jetzt setze ich mich hin, jetzt können wir ein bisschen weitergehen. Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie ihr kämpft, Sarah. Schön für euch. Ihr mögt es nicht wirklich darüber nachzudenken, dass ihr andere verletzt, oder? Darüber, sie in Stücke zu haben, das Blut spritzen zu lassen. Sie zu verletzen ist nicht das Problem, es sind die Körperteile. Verstehe. Wenn wir sie also in Stücke hacken, müsst ihr es tun, ohne darüber nachzudenken. Und? Ich weiß nicht. Ich dachte nur, es wäre vielleicht interessant. Ich muss nicht darüber nachdenken, was ich tue. Ich tue, was ich tue. Gewiefte Idee. Sir ist immerhin ein sehr komplexer Charakter. Oder ein so einfacher Charakter, dass er zu komplex ist, um ihn zu verstehen. Gut, mehr in... Komm, komm, schlag mir vor. Ich will dich also alleine schreiben müssen. Mehr Informationen über Drachen sammeln. So, jetzt können wir weiterlaufen, während das gerade am Laden ist. Man könnte ein ganzes Jahr hier arbeiten, ohne irgendjemandem außer anderen Bergleuten zu begegnen. Ja, man ist doch mitten in der Wüste. Inzwischen kennen wir zum Glück unseren Weg hierhin. Oh, Drachendorn. Meine Härchen so komisch. Irgendwie gefällt mir das. Sarah, das hat mit nichts zu tun und mit Magie und all das. Wieso gefällt es dir? Keine Ahnung. So, Feuer. Feuer ist, wo noch was fehlt, wenn ich richtig sehe. Wir fangen das Feuer. Zwei Türen noch. Hallo. Oh, plündern. So, erstmal hier jetzt Untoten zerfleischen. Das ging jetzt echt schnell. Diesmal achten wir aber auch darauf, nichts zurückzulassen. Karteharnisch, auch nett. Der Schleier ist hier bla bla bla, was auch immer. Sarah, du hast dich genug darüber lustig gemacht. Wir haben verstanden, es ist alles sehr komisch. Das ist so ähnlich, als wenn man sagen würde, der Wald ist geschwächt. Oder sowas. Wirst du wohl. Wir kommen da nicht dran. Natürlich, Solas kommt da dran. Sind Elfen wirklich, können Elfen da wirklich einfach durch oder hier? Wie ist er da reingekommen? Okay, wir können einfach so rüberhüpfen. Aber wenn wir zum Beispiel versuchen würden, da jetzt reinzugehen, wir kommen da nicht durch. Spiel sagt nein. Wir müssten versuchen, da drüber zu springen. Aber auch da sagt das Spiel nein. Alles Willkür.
Feuersens, mächtige Feuersens und alles mit Feuer halt. Bling, bling, bling. Feuerresistenz. So, redet ihr mal bitte was, wenn ich gucke, was wir... Wartet mal, Bulli. All dieser Müll, den ihr über das Zerhacken von Leuten erzählt habt. Ja. Gefällt euch das etwa? Oh ja. Auf jemanden zu treffen, der erschlagen werden muss und ihn dann einfach in Stücke zu hauen. Grausam und kunstfertig, so dass sein letzter Gedanke ist, dass ich stärker und klüger bin als er. Ja, das gefällt mir sehr. Das ist krank. Ich habe nie behauptet, dass es das nicht ist. Hört zu, ich kann diese Gefühle entweder so lange unterdrücken, bis ich durchdrehe und jemanden verletze, der mir am Herzen liegt. Oder ich suche mir ein paar miese Typen, die den Tod verdient haben. Verstehe. Dann mal her mit den miesen Typen. Kluge Idee ist er. So, schauen wir mal. Wen werden wir denn wählen?